Hallo und herzlich willkommen bei Mafia 3. Schön, dass du eingeschaltet hast. Letzte Folge haben wir den Club übernommen. Jetzt fahren wir erst einmal ins, sagen wir mal, ins alte Zuhause, also das alte Treffpunkt. Und dann möchte ich erstmal das Geld, was ich jetzt hier habe. Dann poppen wir hier erstmal einen Tresor. Okay. Und dann fahren wir mal zu. Gleich zur Stimme. Oder zum CIA. Mal schauen. Kasan, ja, nicht zeigt. So, gehen wir es mal runter. Da hinten. Oh, Kasan brennt jetzt immer noch. So. Alles klar. Dann kann man hier was im Bett machen? Nee. Na gut. So, hier muss ich lang. Hier hoch. So. Warum zur Stimme? Was machen wir jetzt hier? Ja, wir kämpfen uns langsam hoch. Okay, warten. Da warten wir erstmal. Hans, die Dampferei. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie dann nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht so fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, Scheiße nochmal? Geschäft zu verwandeln hilft. Okay.
gerade begeistert davon. Der Trigger war im Sternhagel voll. Jetzt muss der Georgi erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Okay, was mach ich da hin? Ist es meiner? Nein, das wollte ich nicht haben. So alte Karre will ich nicht haben. Möchte mein Auto haben. Da vorne. So. Oh, muss ich danken? Und da hinten Präsident Johnson. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift Mörder von Vietnam und hofften so, den Gipfel zwischen Johnson und fünf mittelamerikanischen Präsidenten. So, da frage ich ihn mal. Info. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Da kannst kaum erwarten. Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Meine Crew meldet sich. Raus, Ladies und Gentlemen! Hopp, geh rüber. Mal gucken, was hier drin ist. Nicht. Oder? Nee. Das ist mal er. Ja. Na gut, da fahren wir mal rüber. Nee, hier. Ja. Ah, ist schon angezeigt, okay. Yeah. Okay. Oh. So, na gut. Wie viel Munition habe ich noch? Alles klar. Will ich Geld irgendwo? Kann ich hier den Mount nehmen? Kann ich hier drüber springen? Ja. Warte mal. Da drin? Ist da drin Geld? Nee. Will ich da? Oh.
Ihr alle dran! Warum schießt der Kerl? Das war's mit dem Verdeckten. Wir brauchen Hilfe! Falls jemand Lust hat, hinterlegt er eine Meldung über einen bewaffneten farbigen im Hollow. Wie mein Vater vor mir kämpft, ich hab dieses Arschloch aus seiner Spieße satt. Verteilt euch! Ich werde eure Männer verlieren! Leute, ich brauche ihn! Du bist tot! Das ist eine richtig blöde KI, oder? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ficken uns platt! Mann, was ist das? Was ist denn das? Verzeichen, ja. Aber schon Waffen oder so, oder? Ja, der hat noch Geld. Er will mir. Ja. Okay, das ist nicht so. Warte mal, da kommt einer. Nee, den da, der geht auch in Nüsse, ja. Vorsicht, Platz da! Du könntest dich wenigstens entschuldigen. Mit dem Auto mal da. Aus dem Weg. Entschuldigen Sie bitte. Was ist eigentlich los da? Sie schreit. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier noch. Dann gibt es noch ein bisschen Geld. Irgendwo. Warte mal, wo war das? Oder draußen? Da. Vier von vier. Alles klar, warte mal, hier ist noch Geld. Ich glaube, das nächste Lagerhaus, oder? Ja. Ich habe das lange überlegt, mein Freund. Ah! In my eyes, no
Ja, mit Geld. Wenn sie geschäftlich schädigt, das Geld tut immer weh. Ja. Ist auch komisch. Es geht, dreht sich nur ums Scheißgeld. Es geht dann so ein auf den Nisser. Aber im Endeffekt, wenn sie auch ohne Geld irgendwie. Aber wenn sie irgendwas tauscht. Man ist immer Verlierer. Gibt Gewinner und Verlierer. So, schon. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Anwerben. Was ist denn da raus hier? X. Mein Freund, X. Was mitkriegen. Oh, ich bin noch nicht fertig mit dir. Geh in Deckung. Warte mal, warte mal. Du hättest dich verpissen sollen, als du noch konntest. Oh. Ein Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht. Ich bin von der anderen Seite vor. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Warnung in unmittelbare Umgebung eingeleitet. Scheiße, sei vermisst die Baut, ja. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht mehr. Schwarzbärenjagd. Echt, die Sprüche ist der Hammer, ja. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Ich mach erstmal die Bullen ab. Abhängen, ja. Tschüss! Scheiße! Komm hier rein! Mist! Alt Mist gebaut! Na gut. Irgendwie, ich wollte abbiegen. Naja, ist egal. So, wir starten wieder. Was habe ich verloren? Warte mal. Warte, ich tue erstmal das Geld. Hier lang. Gut, dann töten wir den Kunden. Mein Auto? Hoffe ich. Warte. Okay, ich habe das behalten, das Auto. Okay. Nee. Hier lang. So. Dass wir vielleicht unseren Vierter hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Unter Kontrolle, wie soll ich sagen jetzt? In unserer Kontrolle.
Oh. Alles klar, töten. Hast du was von Mama gehört? Nee. Mama ist tot. Tut mir leid. Das habe ich dir doch schon gesagt. Sie ist nicht tot. Scheiß doch. Von hier kann ich ihn gar nicht verfehlen. Lauf! Und gerechtes Feuer regnete vom Himmel. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Hilfe! Ja, ich möchte meine Pistole haben. So. Pass auf! Du hast bald keine Kugeln mehr! Der Penner hat wohl erst heute Morgen. Wir schießen uns alle um! Warte. Krieg ich noch? Den krieg ich noch. Na gut, warte mal. Oh, ich brenne. Wie in den guten alten Zeiten. Hoppa ins Gesicht. So, ich brauche noch ein bisschen, hol noch ein bisschen Geld jetzt hier. Ja. Auch bringt das jetzt was, wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache jetzt hier? Wo ist mein Auto? Komm her. Ja. Yankee-Scheiß. Warte mal, da krieg ich doch hier die... Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine geile Arbeit oder abhören. Krieg ich nie genug. Und ich bin nicht gerade religiös. Aber wenn wir den Vorrat der ganzen Stadt hier rumliegen haben und Jesus persönlich starrt uns an, das macht mich etwas nervös. Hä, ja, warum unbefugt zu betreten? Das ist doch mein Gebiet jetzt, oder? Ich weiß gar nicht. So. So, wir sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, bist noch bis zum Schluss dran geblieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. So, wir starten wieder. Was habe ich verloren? Warte mal. Ich tue erstmal das Geld. Hier lang. Gut, dann töten wir den Kunden. Mein Auto? Hoffe ich. Warte. Okay, ich habe das behalten, das Auto. Okay. Nee. Hier lang. So. Dass wir vielleicht unseren Vierter hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Unter Kontrolle, wie soll ich sagen jetzt?
in unserer Kontrolle. Oh. Alles klar, töten. Hast du was von Mama gehört? Nee. Mama ist tot. Tut mir leid. Das habe ich dir doch schon gesagt. Scheiß doch. Und hier kann ich ihn gar nicht verfehlen. Lauf! Und gerechtes Feuer regnete vom Himmel. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Hilfe! Nee, ich möchte meine Pistole haben. So. Pass auf! Du hast bald keine Kugeln mehr! Der Penner hat wohl erst heute Morgen. Schießen uns alle um! Warte. Krieg ich noch? Den krieg ich noch. Na gut, warte mal. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Wie in den guten alten Zeiten. Hoppa, ins Gesicht. So, ich brauche noch ein bisschen, hol noch ein bisschen Geld jetzt hier. Ja. Auch bringt das jetzt was, wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache jetzt hier? Wo ist mein Auto? Komm her. Ja. Yankee-Scheiß. Warte mal, da krieg ich doch hier die... Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine geile Arbeit oder abhören. Krieg ich nie genug. Und ich bin nicht gerade religiös. Aber wenn wir den Vorrat der ganzen Stadt hier rumliegen haben und Jesus persönlich starrt uns an, das macht mich etwas nervös. Hä, ja, warum unbefugtes Betreten? Das ist doch mein Gebiet jetzt, oder? Ich weiß gar nicht. So. So, wir sind am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist noch bis zum Schluss dran geblieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.